Glück auf und hallo, herzlich willkommen zurück zu Comet Mission Black Sea Poking the Bear in unserer Tarsus-369er-Kampagne. Und wir werden mal sehen, ob wir es heute schaffen, noch ein bisschen mehr russisches Altmetall zu produzieren. Wir haben ja tatsächlich Glück gehabt und selbst die Schüsse, die der Feind abgegeben hat, haben keinen großen Schaden gemacht. Ob wir das heute so beibehalten können oder ja noch das eine oder andere Ass aus dem Ärmel zieht, das schauen wir uns jetzt gleich an. Erstmal geht ihr in den Rückblick, da könnt ihr noch mal ein bisschen sehen, wie viele Fahrzeugpenetrationen es gab, und dann treffen wir uns im Spiel und hacken weitere Pläne aus. Bis gleich, meine Freunde. Ja, holla die Waldfee, wirklich viel lebt hier nicht mehr. Wir sehen, wir haben hier noch eine Javelin, der kann mal gucken, ob er den noch geknackt kriegt. Ansonsten würden wir aber trotzdem noch mal hier echt mit Artillerie reinwemsen, denke ich. Das ergibt Sinn. Denn es sieht tatsächlich wirklich so aus, als wenn da doch einiges an Infanterie unterwegs ist. Und das Bravo-Team hier, die dürfen nicht. Die dürfen. Wo haben wir denn noch einiges an Munition da? Die ist empty, die ist busy. Ja, Munition ist gar nicht mehr so viel verfügbar. Das macht aber nichts. Wir gucken uns aber kurz an, wo sieht das hier aus, als wenn das noch wirklich kämpfende Truppe sind. Zum Beispiel hier oben welche. Gut, da habe ich eine Idee. Okay. Pupp, 4 Minuten, 2 Minuten. Ja, wäre halt schön. Meine, wir können natürlich bei 2 Minuten. Pupp. 2 Precision Personal. Und ab geht die Luzi. Fünf Minuten. Busy, busy, knocked out. Point Target dahin. Heavy me confirm. Leaving. Spotter busy. Er hat hier halt leider keine Sicht hin. Ne? Er ist am zügigsten, aber er hat auch keine Panzerung. Wenn er einen verpasst, kriegt es vorbei. 4 Minuten. Heavy, Short, Personal, Confirm. Gucken wir mal, dass er da noch so viel wie möglich. Schlawittchen bekommen. Vielleicht kriegen wir den noch ein Stück weit vorgezogen. Möglichst ohne, dass er platzt.
Und da würde ich sagen, lassen wir das mal so und schauen, was dabei rauskommt. Aber ich denke, wir können auch bald hier mit unseren Bradleys offensiv werden, denn ich denke, der Großteil der feindlichen gepanzerten Verbände ist tatsächlich geflohen bzw. ausgelöscht und lässt jetzt quasi hier den Rest die Suppe ausbaden. Da würde ich mich aber nochmal beschweren. Thank you.
Das würde ich doch sagen, war ganz okay. Oh, und schneller als erwartet ist damit die Mission tatsächlich zu Ende. Das stellt mich vor ein kleines Problem, nämlich dass ich schnell für morgen die nächste Mission vorbereiten muss. Ja, wir haben hier einfach zu starke Verluste beim Gegner. Das heißt, der Gegner hat aufgegeben, trotz der Tatsache, dass Teile seiner gepanzerten Verbände durchgekommen sind. Auch hier wieder finde ich schade. Es wäre schön, wenn man das verhindern könnte, aufgeben könnte. Aber gut, ich verstehe, also aufgeben verhindern könnte. Aber ich verstehe, sonst würde die Mission sich jetzt hier noch eine ganze Weile hinziehen. So kommt ein überraschendes Ende, habe ich nicht mit gerechnet. Aber wir nehmen uns jetzt einfach mal ein bisschen Zeit und gucken uns jetzt tatsächlich mal an, was hier eigentlich auf der Map los ist. Und ihr seht das, hier ist trotzdem noch jede Menge Rot. Wir reden über noch 223 Feinde, die in einem kampffähigen Zustand sind. Wir haben 337 Mann getötet, 84 Mann verwundet. Der Feind hat 22 Panzer verloren, also fast 7 Züge. Also ungefähr kann man jetzt sagen, fast zweieinhalb Kompanien. Man muss ja so Fahrzeuge noch abrechnen, also sagen wir mal anderthalb bis zwei Kompanien Panzer. Ja, fast schon ein Bataillon, kann man sagen, gepanzerte Fahrzeuge und jede Menge anderen Kram. Wir haben aber auch Federn gelassen. Wir haben Flugzeuge, steht jetzt hier verloren. Wir haben zwei Flugzeuge und zwei Drohnen verloren. Wir haben andere Fahrzeuge verloren, unter anderem einen Truck. Aber wir haben auch ein gepanzertes Fahrzeug verloren. Da wird wohl der Dings drunter fallen, der Striker. Und wir haben 12 Mann-Ausfälle. Und wenn wir uns das jetzt hier einfach mal angucken, was hier auf der Map drauf ist. Also, wenn wir dagegen gucken, wir haben 130 Mann. Also, wir sind mit 142 Mann ungefähr in die Sache reingegangen. Haben hier wirklich jede Menge Schaden produziert. Also, wenn wir uns das jetzt mal angucken. Ich wollte es aus bestimmten Gründen nicht so nennen, aber wir haben ja hier quasi einen auf Wish bestellten Highway of Death. Überall stehen irgendwelche Fahrzeuge, Wracks rum. Ne, wenn wir uns das hier angucken, diese Straße, wenn wir die jetzt von hier hinten sehen bis hier vorne, dann sind die ja wirklich überall verstreut, Fahrzeuge, die vernichtet worden sind. Wir sehen, es befindet sich auf der Karte noch ein gepanzertes Fahrzeug, glaube ich. Der Mörser hier hinten und sonst ein Panzer hier oben. Ansonsten sind entweder alle Fahrzeuge von der Map verschwunden oder wurden zerstört. Und das ist natürlich, also gepanzerte Fahrzeuge, weil ich glaube hier so der ein oder andere Tigre könnte hier noch rumfliegen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die sind auch hin. Ja, und wenn wir uns das jetzt wirklich ansehen, was hier an Fahrzeugen vernichtet worden ist, auch hier oben noch durch unsere Luftwaffe, was wir vielleicht ja gar nicht so gesehen haben. Ja, wir sehen, hier sind Kampfpanzer und BMP-3s vernichtet. Das waren wir direkt. Hier ist ein Kampfpanzer im Eimer. Hier haben wir mindestens einen Kampfpanzer, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts. Hier überall Wracks verstreut. Und jetzt hat es am Ende auch noch hier ganz schön geknallt. Da glaube ich aber tatsächlich, hier hat es zum Teil Fahrzeuge erwischt, die schon zerstört waren. Da wird ja dann trotzdem eine Penetration angezeigt, aber auch hier sehen wir Tigre, BMP-3. Ja, Moral des Gegners dürfte ziemlich im Eimer sein. Die gehen eine Runde baden. Gut, kann man machen. Ja, hier haben wir zwei Kampfpanzer direkt nebeneinander ausgefallen. Und wie gesagt, wenn man sich das hier hinten anguckt, was hier an BMPs, Kampfpanzern und Fahrzeugen allgemein ausgeschaltet wurde, ist gerade dieses Knäuel hier hinten. Ja, ist natürlich tödlich, wenn dann so ein Fahrzeug hier stehen bleibt und die anderen drumherum manövrieren müssen, ist da natürlich Katastrophe vorher geplant. Wir sehen, hier hinten haben wir noch ein Fahrzeug.
wie gesagt, hier den Panzermörser und tatsächlich zwei LKWs, die noch intakt sind. Also Fahrbereitschaft ist noch da. Aber ansonsten, ja, hier ist noch ein Tigre. Also ein Tigre hat sonst auch noch überlebt hier in der Ecke. Aber ansonsten, das Fahrzeug hat es ja eben gleich noch erwischt. Also hier ist ja alleine eine Kompanie mechanisierte Infanterie jetzt quasi hops gegangen. Na, das war noch mal ungefähr eine Kompanie. Also die, die hier oben erst versucht haben durchzubrechen, die wir hier aufgelöst haben. Und dann die, also knappes Bataillon mechanisierte Infanterie aufgerieben. Und das können wir uns auch mal angucken. Wenn wir uns jetzt hier mal angucken, was zum Beispiel die JTACs geleistet haben, klar, so, ne? Aber wenn wir jetzt gucken, 59 Mann Ausfälle, 5 BMP-2, 3 T-90A, 2 Tigre und 2 Mörserträger. Ja, Panzermörser hat alleine hier der gute Icon vernichtet. Dann, ja, JTAC 9, 47 Mann, 5 BMPs, 1 T-90, 2 BMP-3s. Also auch hier gute Leistungen erzielt. Aber auch unser Cold Op Section HQ, 34 Mann vernichtet, darunter ein BMP-2, 3 BMP-3, ein BTR-80, ein Tigre, eine Tunguska, ein Ural, eine Strela und 2 MTLB. Also auch hier gute Arbeit geleistet. Komplett ohne Direktfeuer, sondern einfach nur wäre mit Feuersupport. Und dann natürlich wollen wir nicht vergessen, unsere Ballerbrüder, der gute Miles, mit 54 vernichteten Feinden, darunter 7 BMP-2, 2 T-90, ja, ein Tiger, ein MTLB und Bruder 2, immerhin 54 Feinde vernichtet, 6 BMP-2, ein Tiger und ein MTLB. Also auch hier unglaublich erfolgreich, die Jungs. Kann man schon wirklich so sagen. Gute Arbeit geleistet von hier oben. Und auch da wollen wir die hier hinten nicht vergessen. Ja, Trotter mit seinen zwei feindlichen Verlusten, die er herbeigefügt hat, und ein T90. Dann hatten wir hier hinten noch auch hier ein Bradley mit drei feindlichen zerstörten Panzern. Also, und dann natürlich auch hier Samuel. Samuel hat auch in der Kampagne vorher schon Abschüsse und zu sein BMP-2M und den AGS 17 Tiger kommen jetzt quasi noch 19 feindliche Soldaten, die er vernichtet hat. Ein BMP-2, ein 3 T-90A und ein Tiger. Also sehr, sehr erfolgreich, sehr schön, sehr gut gemacht. Und unglaublich, was wir hier jetzt doch erreicht haben, obwohl ich ursprünglich gedacht habe, uiuiui, das könnte ja was werden. Aber muss man auch tatsächlich sagen, war Glück. Hätte der Gegner hier durchgepusht, hätte es böse werden können. Hätte er hier durchgepusht, hätte es böse werden können. Also unser Glück war, dass er hier erst gepusht hat, als sie hier quasi schon wirklich gut in Position waren und dass er seine Angriffe nie so richtig durchgezogen hat. Weiß ich nicht, ob der Missionsbauer da einfach ein bisschen gnädig sein wollte, aber gut. Dann haben wir hier immerhin auch das ATM-Vehicle, der Striker, also Slammer 2-1, hat ein Tiger und ein T90. Und das zweite Fahrzeug, das HQ, hat immerhin 4 BMP-2, eine Tunguska und ein MTLB. Ich meine, die haben dann auch einen Mann verloren. Ich glaube, hier sitzen eigentlich drei Leute drin. Vier Leute, Entschuldigung. Aber die haben auch ihr Targeting-System verloren. Also, die waren jetzt sowieso dann aus dem Spiel. Nichtsdestotrotz, wir sehen, dass eigentlich alle gute Arbeit geleistet. Wirklich sehr, sehr gut. Trotz der ja, interessant fordernden Mission, weil die kann natürlich auch schnell schief gehen. Und ich denke, man muss sich in dieser Mission auch davon verabschieden, zu hoffen, alle Flugzeuge heile mit rauszukriegen.
Aber unterm Strich haben wir hier doch jetzt gute Leistung gebracht. Und ja, hätte jetzt hier die Artillerie noch eingeschlagen, hätten wir noch so ein paar Russen mehr den Tag ja, wirklich versaut. Kam jetzt nicht mehr dazu. Ist dann halt so. Ja. Und da sieht man auch sehr stark, wie gut die Luftwaffe und vor allem auch die Aufklärung per Drohnen in Combat Mission ist. Klar, ich habe am Anfang gesagt, in echt funktioniert das noch ein bisschen anders und sowas wie eine Tunguska oder gerade auch eine Strela ist nur noch bedingt eine Gefahr für moderne Jets. Ich möchte nicht sagen, sie ist keine Gefahr, weil das stimmt so auch nicht, aber bedingt. Na, gerade wenn sie bekannt ist, dass sie in der Umgebung ist. Es gibt halt speziell Waffen genau dagegen und Taktiken. Aber man sieht hier sehr gut, dass auch in CM die Luftwaffe enorme Schäden produzieren kann, gerade wenn der Gegner nichts mehr hat oder nie was hat, um sich zu wehren. Der eine oder andere weiß es noch. Ich habe auch mal, ich glaube, Cry Havoc war das, hieß die Mission, gespielt. Und habe die als Ami gespielt und hatte quasi nur drei oder vier Stinger mit dabei. Und im Grunde genommen haben mich bis zum Missionsende hin die feindlichen Helikopter harassed und so aus dem Nichts kamen dann die Raketen. Ich bin auch ganz ehrlich, Multiplayer-Matches mit Luftassets finde ich immer ein bisschen schwierig. Gegen die KI macht mir es weniger aus, aber genauso gut bin ich ganz ehrlich, werde ich nicht gerne zusammengeschossen. Dementsprechend. Wir werden dann jetzt morgen in die neue Mission starten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und dann haben wir ja jetzt auch tatsächlich schon über die Hälfte der Kampagne durch. Ich meine, es sind 5 Missionen. Ich bin gespannt, was als nächstes auf uns wartet. Und für heute wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Sag wie immer, bis denn dann. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Ja, das letzte Video ist jetzt leider vorbei. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja oder auch wenn nein, lasst mir gerne einen Kommentar da mit dem, was ich besser machen kann oder was euch besonders gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen, genauso wie über ein Like oder ein Abo. Und wenn ihr dann noch up to date bleiben wollt, findet ihr mit der Glocke die Möglichkeit, dass ihr immer informiert werdet, wenn neuer Content kommt. Ansonsten könnt ihr hier auf der linken Seite eines der beiden Videos klicken und kommt zu weiterem Content. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis denn dann. Ciao, ciao.